Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu NHL 23, zum zweiten Spiel des Playoff-Halbfinals gegen die Eisbären Berlin. Hier nochmal unser Kader, es hat sich nichts geändert im Vergleich zum letzten Spiel, glaube ich. Nee, hat sich nichts geändert. Wir sind mit denselben Reihen, sowohl offensiv wie auch defensiv mit dabei, nach dem Motto Never Change a Winning Team. Torhüter ist und bleibt Jonas Gehr, der das zuletzt wirklich astrein gemacht hat, muss man sagen. Und deshalb bleibt er auch weiterhin im Tor. Zweites Spiel gegen Berlin, jetzt haben wir Heimrecht. Das erste konnten wir gewinnen. Souverän, wenn auch knapp. Jetzt also Spiel Nummer 2. Da schauen wir doch mal, was hier möglich ist. Wie gesagt, erstes Spiel war okay. Allgemein, die Playoff-Serie war bis jetzt sehr okay. Wir haben noch keine Niederlage in den Playoffs hinnehmen müssen. Von daher kann man ja wirklich nicht meckern. Und an dieser Serie wollen wir natürlich weiter schreiben. Rein geht's in Spiel Nummer 2. Halbfinale der Playoffs in der DEL. Die Löwen Frankfurt spielen gegen Berlin. Und wir sind drin. Die Löwen in Schwarz gegen in Weiß auftretende Eisbären. Und Mikael Böttger geht gleich nach vorne und hat die erste Big, Big Chance. Schade. Da wird uns der Puck vor der Nase weggeklaut. Und Rylan Schwartz. Guter Pokejack. Rylan Schwartz. Und da gehen alle Freund und Feind vorbei am Puck. Stone. Schwartz. Wird da hart bearbeitet. Ein Foul, sagt der Schiedsrichter. Und dann der Fehlpass beim versuchten Zuspiel auf Böttger. Reihe 1 muss unbedingt vom Eis runter. Komplett platt, die 3. Stone, guter Pokecheck. Und dann, Vorsicht, Jonas Gehr muss eingreifen, aber alles gut gelaufen. Schwartz geht raus, auch der Wechsel sehr, sehr schmus. Und Stone mit einer Chance. Skilly Fehlpass. Skilly kämpft die Scheibe. Er kämpft sie nicht, denn die Berliner kommen dazwischen. Was ein Knäuel an Spielern. Klesel auf dem Eis. Der war ja beim letzten Spiel verletzt. Konnte nicht das komplette Match bestreiten. Breitkreuz Richtung Torhüter. Aber keine wirkliche Gefahr da für Quapp, der im ersten Spiel auch wieder einen Fehler drin hatte. Ich glaube, der ist schon während der Hauptrunde ein paar Mal aufgefallen mit dem ein oder anderen Petzerchen. Klesel. Und Breitkreuz. Breitkreuz, spitzer Winkel. War ein Versuch. Die Löwen mit dem gewohnten Spiel. Dominant, mit viel Power nach vorne. Und jeden Schuss irgendwie suchend und nehmend. So kennen wir sie, so haben wir sie eingestellt. Also jetzt taktisch, nicht so arbeitsvertragmäßig. Und der nächste Schuss, der gehalten wird von Jonas Gehr. Das ist das Bulli, CJ Stretch. Verlieren wir. Gefährliche Abschlusschance für die Eisbären. Ranford. Ja, Quick Release kann man mal machen. Scheitert aber am Goalie. Vorsicht, und Jonas Gehr wieder zur Stelle. Sehr, sehr gut, wie er das da macht. Jonas Gehr strahlt echt eine enorme Sicherheit aus.
Das ist auf jeden Fall etwas, was er der Mannschaft gibt. Und Freis. Wenzel. Und da ist Vogt. Ja, eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Ja, da war der Torhüter rechtzeitig zur Stelle. Ah, schade. Gute Idee von Rainer, da direkt Richtung Vogt zu spielen, der da ziemlich frei war. Und da ist Wenzel. Einmal in die Rundung bitte. Und jetzt wieder der automatische Wechsel in unserem Team. Paul Rainer und Quapp ist zur Stelle. Die letzten Sekunden laufen im ersten Drittel. Abermals 0:0 nach dem ersten Drittel. Berlin hält defensiv gut dagegen. Allerdings muss man sagen, es ist schon ein Spiel auf ein Tor. Ne? Also es begann am Anfang mit der Chance von Böttger, die wir gerade nochmal sahen. Und am Ende stehen 3:9 Torchancen, Torschüsse. Ne? Das ist schon, ja, wie gesagt, das ist schon ziemlich ordentlich. Was habe ich jetzt gemacht? Okay, ich habe gerade irgendwie den Kampf gestartet. Gule gegen Stone. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es irgendwie gemacht. Das ist jetzt eigentlich gar nicht meiner Teamtaktik zutragend. Denn Stone wollte ich eigentlich ganz gern behalten, danke. Aber gut, jetzt haben wir ihn in den Kampf verwickelt, wie auch immer. Habe ich irgendwas gedrückt? Kann man direkt am Bully einen Kampf initiieren? Geht das? Keine Ahnung. Scheinbar geht das. War mir nicht bewusst. Und da die Riesenchance, Schwarz. Super Pass von Mikkel Böttger. Klasse gespielt. Und dann Will und Schwarz. Leider nicht in der Lage, daraus was zu machen. Schwarz. Auch hier verliert er leider die Scheibe. Hier. Sehr gut. Kebötka. Ah, Rowney läuft dahinter den Stürmer. Das können wir ihn natürlich nicht anspielen. Und das ist abseits. Naja, 0:0 steht's zwischen Löwen und Junge! Kann man Kämpfe provozieren, indem man doppelt auf Y drückt? Kann das sein? Boyczuk gegen Skilly. Okay, ich glaube, man darf nicht auf Y drücken beim Bully. Ich glaube, wenn man da ein, zweimal drauf drückt, dann passieren Kämpfe. Wir können das gerne nochmal gegen Ende ausprobieren. Was ein Holzkampf schon wieder. Ich drücke halt immer nur, einfach nur B, ne? Ich hau halt einfach immer nur drauf. Diesmal war es ziemlich knapp. Jack Skilly hat da auch ordentlich was eingesteckt. Aber wir gewinnen den Kampf am Ende halt trotzdem. Das ist ziemlich stumpf alles. Aber okay. Ich beschwere mich nicht. Also Skilly wird jetzt wahrscheinlich aber auch draußen sein. Das ist die Downside davon. Aber wir haben jetzt erstmal wieder voll funktionsfähige Reihen. Das ist das Gute. Nur langfristig gesehen werden die Reihen wahrscheinlich Probleme kriegen, was die Ausdauer angeht, wenn es so weitergeht. Aber ist gut zu wissen. Scheinbar kann man am Bulli tatsächlich ohne weiteres Stress suchen. War mir nicht bewusst. Jonas Gehr. Jetzt vielleicht mal wieder zurück zum Eishockey. Noch ist hier nämlich nichts gewonnen. Boah, Olsen lässt sich da ganz locker abkochen. Oh, Ranford, wenn er den bekommt, dann könnte er hier frei durch sein. Lesel. Oh, Vorsicht! Jonas Gehr. Wieso sage ich Lesel? Es war nicht Lesel. Es war Jonas Gehr. Oh, Junge. Fehlpass Scarlett. Jetzt Berlin aber macht richtig im Vorwärtsgang. Super von Jonas Gehr. Klasse gemacht. Und Tom Kühnhackel.
Tom Kühnhakel, immer noch am Puck. Ja, ich wusste nicht, weil ich da abschließen soll, ehrlich gesagt. Was mit der Verteidigung? Die haben gerade selbst gewechselt. Shit. Wenn du einen safen Pass spielen willst und dann einfach ein Fehlpass bei rauskommt, das ist schon belastend. Freis, super dazwischen gegangen. Und jetzt Willen Schwartz. Ah, versucht da Böttger zu bedienen, das funktioniert nicht. Schwartz. Carter Rowney. Brownie Schwartz braucht da zu lang, um den Puck zu verarbeiten. Es kann nicht wahr sein, Junge. Es kann einfach wirklich nicht wahr sein. Paul Reiner. Carter Rowney. Brownie. Schön durchgeschlängelt eigentlich. Brownie. Wenzel. Wenzel. Schlagschuss von der Blauen. Fast. Und da ist Böttger. Junge, Böttger, halte dich doch nicht am Gegenspieler auf. Klesel, Alter. Junge. Klesel mit einem ultra harten Check. Nord. Und jetzt Reihe 3 auf dem Eis. Glesel räumt wieder auf. Sehr, sehr krass. Also Glesel, obwohl er nur einen durchschnittlichen Wert von 50 hat, finde ich, spielt wirklich krass. Und da Renford, 1-0 für die Löwen. Junge, was ein Pass von Brett Breitkreuz. Den schauen wir uns nochmal ganz genüsslich an. Holy shit, der war da ja komplett im Bedrängnis und spielt dann aber den geisteskrankesten Pass. Guck es dir an, Alter. Und Brandon Renford bedankt sich sowas von gut damit. Zucker. Brett Breitkreuz. Was für ein Zuckerzuspiel. Und damit das 1-0 für die Löwen. Markus Weiß. CJ Stretch. Aua. Da hat sich Brentford. Ich will die ganze Zeit Brentford sagen. Das ist nicht Brentford. Das ist keine Stadt in England. Hat sich Brentford wehgetan. Und hier nochmal der Pass, Junge. Ach Gott, ey. Eieiei, ist das gut. Und dass Renford den dann auch so nutzt, finde ich sehr, sehr schön. 1-0 für die Löwen. Wir gehen wieder mit einer 1-0-Führung in die zweite Drittelpause. Und jetzt geht's rein in das letzte Drittel. Und ich würde sagen, let's go. Schön. Erste Chance zwar für Berlin, aber Jonas Gehr gleich wieder stark dabei. Böttger! Schneller Abschluss. Leider kein Tor. Ah, Scarletts Passversuch wird abgefangen. Und jetzt Achtung, Nöbels mit viel Platz da. Jonas Gehr. Ah, McNeil mit dem Fehler. Alter. Also wir machen manchmal auch schon gut Quatsch da hinten. Wichtig wäre, wer hätte es gedacht, ein zweites Tor jetzt. Das wäre jetzt super, super wichtig. Carter Rowney. Auf Schwartz. Klasse gespielt, Willen Schwartz. Und Böttger versucht es durchs Five-Hole. Das gelingt nicht. Und wir rotieren einmal durch. Olsen mit dem Bulli gewinnen. Rainer mit dem Schuss. Schießt Quapp mehr ab, als dass der da wirklich reagiert hätte. Pass nach vorne. Löwen, irgendwie kommen wir an den Puck.
Irgendwie verliert Olsen diesen wieder. Und jetzt Achtung. Die Berliner mit dem Drang zum Tor auf jeden Fall. Kühnhackl. Und Olsen hat da ein bisschen Platz. Ryan Olsen. Kühnhackl verpasst die Scheibe. Junge. Sehr gut. Scarlett auf Vogt. Vogt, gefährlich. Fehlte nicht viel. Scarlett. Junge, Junge. Und da darf der Rain von Berlin viel zu einfach durchmarschieren. Wenzel. Nord. Und da ist Vogt. Und besser kann man es ja fast nicht rausspielen. Oh. Toll gespielt von unserer vierten Reihe. Klasse gemacht. Und dann am Ende Konstantin Vogt. Ja, vielleicht war der letzte Pass ein bisschen mit zu wenig Schmackes, sodass Vogt sich da strecken muss, um den überhaupt noch zu kriegen. Vor dem Torhüter. Gläsel. Und Böttger kriegt die Scheibe. Mikkel Böttger probiert es mit seinem typischen langes Eck-Move. Kann aber halt auch nicht immer klappen, wie es aussieht. Also von mir aus darf der sehr gerne immer klappen. Aber so funktioniert es nicht. Brownie. Ah, das war nix. War wieder Jonas Gerd zur Stelle. Sehr schön. 4,5 Minuten noch im Spiel zu gehen. Es steht 1:0 für unsere Löwen. Und Stand jetzt sieht alles gut aus. Aber 1:0 ist halt eine sehr, sehr dünne Führung. Wäre schon gut, wenn wir da nochmal auf 2:0 erhöhen könnten. Ja, danke schön. Brandon Ranford mit dem 2:0. Und damit der Doppelpack für unseren Stürmer aus Reihe Numero Dos. Super gemacht. Ganz, ganz stark gemacht. Hat sich den Puck erst nach außen gelegt, damit der Verteidiger nicht so leicht rankommt. Und zieht dann nach innen, um das Ding zu vollenden und macht das dann astrein. Bisschen ähnlicher Laufweg, schon wie auch beim 1:0, das er auch erzielt hat. Aber was soll's. Olsen kriegt da einen Check-up. Bleibt scheinbar auch liegen, oder wie ist das? Ich sehe ihn zumindest gerade nicht. Gär. Leeres Tor jetzt bei unserem Gegnerteam. Junge, 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 ey. So, treffen wir heute das leere Tor, ist die Frage. Ja, wir müssen erstmal da hinkommen, ne? Wir müssen erstmal überhaupt in die Chance kommen. Oh nein, oh nein! Clark mit dem 2:1. Gut, dass wir dieses zweite Tor gemacht haben. Sonst hätten wir jetzt ein richtiges Problem. So, alles gut. Berlin braucht noch ein Tor und sie haben noch eine halbe Minute Zeit dafür. Trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Das ist Icing, ne? War dumm von mir. Ich wollte das Empty Net von ihnen erzwingen. Was wir jetzt auch so erzielt haben, ne? Erschaffen haben. So, let's go. Brownie. Wichtiges Bulli. Klasse. Hat er gewonnen? Schwarz auf dem Weg Richtung Tor. Und jetzt bitteschön. Jawohl. Empty Net Goal. Willem Schwarz. 3:1. Und das ist der Deckel. Damit gewinnen wir auch Spiel 2 im Halbfinale gegen die Eisbären.
Souveräne Leistung. Also ganz ehrlich, ich kann nichts Schlechtes über die Mannschaft verlieren. Ab und zu habe ich ein paar Konzentrationsschwierigkeiten. Ist aber auch schwer, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist schon manchmal ein bisschen schwer. Und von daher, sei mir verziehen. Und ich denke mal, wenn man sich so anschaut, wie wir größtenteils in der Hauptrunde gespielt haben, ist das hier natürlich ein großartiges Resultat. Mikkel Böttger kriegt nochmal ein Empty Net Goal. Keine Ahnung, wieso der Torwart nochmal rausgenommen wurde. Denn wenn man realistisch ist, dann war es zum Zeitpunkt schon gelaufen. Also 4:1 für die Löwen. Ergebniskosmetik unsererseits. Zwar am Ende dann doch enger, als es hätte sein sollen. Und das war's. Die Löwen gewinnen Spiel 2 gegen Berlin, sind damit dem Finale ein gutes Schrittchen näher gekommen. 2 Siege fehlen uns noch gegen die Eisbären, um hier tatsächlich noch eine Runde weiterzukommen. Brenton Ranford, trotzdem der Mann des Spiels, das muss man ganz klar so sagen. Denn er hat die beiden Treffer erzielt, die keine Empty Net Goals waren. Also ganz, ganz wichtig. Hier nochmal bis 1:0. Wobei hier natürlich auch der Pass von Brett Breitkreuz einmal mehr hervorzuheben ist. Und dann natürlich auch das 2:0 durch Brenton Ranford. Sehr, sehr gut gemacht. Hier sehen wir es nochmal. Da legt er sich die Scheibe nach links, zieht dann nach innen und legt dann ins lange Eck. Nichts zu halten für Wapp. Insofern, super Leistung von unserer Mannschaft. Wir schauen nochmal wieder, wer der MVP des Spiels ist. Also Böttger, dass der hier mit dabei ist, finde ich schwach. Also finde ich komisch, ehrlich gesagt. Aber das Spiel ist halt so ein bisschen doof. Und dem Spiel ist egal, wie du gespielt hast. Hauptsache, du hast dein Tor gemacht. Das ist halt bei Böttger der Fall, auch wenn es ein Empty-Net-Goal war. Ich fand Mikkel Böttger... Ich finde Mikkel Böttger und Carter Rowney jetzt allgemein nicht mehr so stark. Aber gerade Böttger nach einer sehr, sehr überzeugenden Anfangsphase, finde ich, ist er schon gerade jetzt gegen Ende der Saison aus meinem Empfinden echt ein bisschen abgefallen. Mehrere Spieler sind jetzt aufstellbar. Das ist natürlich wunderbar. So, und jetzt können wir nicht auf weiterklicken, sondern wir müssen aus irgendwelchen Gründen hier reingehen. Kann ich es jetzt trotzdem einfach ignorieren? Ja, ne? Achso. Nee, wir spielen jetzt noch nicht. Wir gucken uns jetzt die Reihen tatsächlich nochmal an. Mannheim führt übrigens parallel gegen Bremerhaven mit 2:0. Vielleicht habt ihr das gerade noch gesehen. Das heißt, es könnte wirklich ein Mannheim gegen Frankfurt Derby-Finale geben. Szczesny ist jetzt vollständig wiederhergestellt. Das freut mich. Dominik Bock hat jetzt hier noch diesen Medizinkoffer. Das heißt, bei ihm werden wir es auch so machen, dass wir ihn jetzt erstmal noch draußen lassen und ihn dann bringen, wenn er wirklich vollständig wiederhergestellt ist. Aber Simon Szczesny, den können wir von mir aus wieder aufstellen. Da habe ich gar keine Probleme mit. Zwar hat Freis diese Aufgabe sehr, sehr gut erledigt, wie ich fand. Aber was soll's, ne? Wenn wir Szczesny haben, dann wird er auch aufgestellt. Das ist ja gar kein Problem. So, hier haben wir ihn. Und dann flipp, einmal ersetzen. Dann haben wir wieder die Szczesny-Reiner-Reihe auf dem Eis. Wunderbar. Auf Dominik Bock warten wir dann noch. Eventuell ist er zu Spiel 4 wieder fit. Das wird es ja auf jeden Fall geben, egal wie Spiel 3 ausgeht. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und tschüss. Sagt euer Frittenfrisser. Macht's gut. Ciao.